Grüß Gott, wir sind ja jetzt vor dem T-Mobile-Gebäude und mich würde interessieren, warum Sie sich gerade diese Exkursion ausgesucht haben. Es gab mehrere Gründe. Zum einen habe ich CBC schon gesehen, beim WDR war ich auch schon und deswegen hat man sich dann die Telekom mal rausgesucht. Hallo, ja, wir sind jetzt in der Telekom. Und mit welcher Erwartung sind Sie hergekommen und warum haben Sie sich gerade diese Exkursion ausgesucht? Naja, die anderen waren schon voll. Ich war zu langsam, ehrlich gesagt. Aber bei der Telekom erwartet man sich ja ähnlich wie bei Microsoft oder anderen großen Playern auch, dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie diese Firmen auch Zukunft denken. So, wir sind jetzt gerade bei T-Mobile und mit welcher Begründung, also warum haben Sie diese Exkursion ausgesucht und mit welchen Erwartungen sind Sie hier reingekommen? Das ist eine gute Frage, weil ich wollte eigentlich zu CBC, aber da war leider die Liste schon voll. Und dann dachte ich, ja gut, hier ist noch frei, komme ich mal mit und ja, es war im Endeffekt auch, hat die Erwartung ganz gut getroffen. Ja, ich hatte mich jetzt nicht direkt hier drauf vorbereitet, jetzt was es hier so gibt. Ich habe mal im Internet geguckt, was ist die T-Gallery überhaupt und ja, also ist auf jeden Fall schon sehr interessant. Und die ganzen Innovationen, was man da gesehen hat, sind jetzt eigentlich schon 2 Jahre alt, aber haben die Erwartungen einigermaßen erfüllt? War irgendwas Überraschendes dabei, irgendwas, was Ihnen besonders gefallen hat? Ja, überraschend glaube ich eher weniger, weil, ja, wie du schon gesagt hast, es gibt es halt alles schon irgendwie und die Technik hat ja nicht immer ganz so gut funktioniert, wie wir gesehen haben. Ja, weiß ich nicht. Das könnte aber interessant. Ich finde diese Kühlschrank-Idee eigentlich ganz cool, obwohl man es vielleicht nicht unbedingt braucht, aber es ist einfach so eine coole Sache, weil man benutzt dieses Gerät halt schon sehr häufig und das halt zu noch mehr zu digitalisieren ist schon eine ganz gute Sache. Sie waren ja bei der Telekom-Exkursion. Jetzt würde ich von Ihnen gerne wissen, welche Erwartungen haben Sie im Vorfeld gehabt und wie haben Sie es dort erlebt? Also hat es Ihnen Spaß gemacht? Sind Ihre Erwartungen erfüllt worden? Ja, also meine Erwartungen sind auf jeden Fall erfüllt worden. Ich habe mir erwartet, dass man einen Einblick bekommt, was man in ein paar Jahren alles im Haushalt vereinfachen kann und wie die Interaktion leichter wird und auch mehr über Smartphones und allen anderen möglichen Devices funktioniert. Haben Sie vorher schon mal von der T-Gallery gehört? Ja, gehört schon, aber noch nie live gesehen. Hat es irgendwelche Innovationen gegeben, die Ihnen besonders gefallen haben? Auf jeden Fall, mein Kühlschrank ist sehr praktisch, weil man dann genau sehen kann, was man kocht und welche Zutaten man noch braucht. Ja, und dass man dann gleich mit seinem Partner kommunizieren kann, wer etwas mitnimmt und wo es das im Angebot gibt und gibt es eventuell irgendwelche Innovationen, die Sie sich erwartet hätten, die aber nicht vorgekommen sind, wo Sie sich gedacht haben, naja, das könnte eigentlich schon dabei sein oder das ist mir jetzt abgegangen? Nicht wirklich. Die Erwartungen wurden erfüllt. Okay, also alles in allem war es ein sehr interessanter Vortrag. Hat Ihnen gefallen? Auf jeden Fall. Es war sehr interessant. Es war zwar nicht alles neu, aber doch zu 70%. Ja, also ich glaube, das ist eine gute Exkursion für alle. Okay, danke. Und jetzt zu dir zurück ins Studio.